Wir backen dieses Mal eine cremig-lockere Super-Dickmanns-Torte. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben ist in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf koch-kino.de. Für den lockeren Tortenboden schlagt ihr Eier schaumig und gebt anschließend Zucker und Vanillezucker hinzu. Auf höchster Stufe sollten die Eier dann weitergeschlagen werden, bis die Masse dickflüssig und deutlich heller aussieht. Wenn das Ganze etwa so aussieht, siebt ihr Mehl, Speisestärke, Backpulver und Salz dazu und verrührt alles so kurz und vorsichtig wie möglich zu einem luftigen Teig. Anschließend füllt ihr ihn in eine mit Backpapier ausgelegte Springform von 24 cm Durchmesser und backt den Tortenboden im vorgeheizten Backofen bei 165 Grad Ober-Unterhitze 25 bis 30 Minuten. Wenn nach dem Backen bei der Stäbchenprobe kein roher Teig mehr hängen bleibt, ist der Biskuitboden fertig und muss vollständig abkühlen. Wenn es soweit ist, kann er aus der Form gelöst und auf eine Tortenplatte gesetzt werden. Anschließend setzt ihr noch einen verstellbaren Tortenring um den Boden, damit die Tortencreme nicht am Boden herunterlaufen kann. Für die Creme gebt ihr Magerquark und die leckeren Dickmanns in eine Schüssel. Trennt dabei aber auf jeden Fall die Waffelböden ab. Die brauchen wir später zur Dekoration. Wenn das geschafft ist, verrührt ihr das Ganze zu einer glatten Masse. Und damit die Creme etwas stabiler wird, kommt noch etwas Sahnefestiger dazu. In einer anderen Schüssel schlagt ihr Schlagsahne auf und gebt ebenfalls etwas Sahnefestiger dazu, den ihr vorher mit Zucker und Vanillezucker verrührt habt. Anschließend wird die Sahne noch unter die Quarkcreme gerührt und auf dem Biskuitboden verteilt. So kommt die Torte dann erstmal 2 Stunden in den Kühlschrank. Falls ihr verhindern möchtet, dass der Biskuit zu stark durchweicht, könnt ihr ihn vor der Creme noch mit etwas sahnefestiger bestäuben. Zum Schluss wird noch der Tortenring entfernt und das Ganze kann noch mit Mini-Dickmanns und den halbierten Waffelböden dekoriert werden. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, findet ihr im Anschluss noch ein paar Vorschläge. Falls ihr Cupcakes, Cookies und Co. genauso gerne mögt wie wir, geht's rechts oben zu unserem anderen YouTube-Kanal Amerikanisch Kochen. Für alle, die mit mobilen Geräten zuschauen, stehen alle Links auch nochmal in der Infobox.